On very first day, Friday, I did very, very basic technique. But someone who come first time today, they don't know. Also er hat am Freitag ja eigentlich die einführenden Techniken gemacht, also die Grundtechniken eingeführt, und die aber heute das erste Mal da sind, die kennen die natürlich nicht. So we will do a review of a little bit basic technique. Then we divide experienced people who come Friday and yesterday, they know one group, and new people one group, we do two groups, and maybe 30 minutes basic technique practice review. But later, you will do it later or you want to do it now? Later. Okay, später wird er deshalb zwei Gruppen, die Freitag schon da waren, und die anderen separieren, und beide können dann andere Sachen üben, und ne, dass man nochmal 30 Minuten eine Chance denen gibt, dass sie sich damit auch auskennen. So don't worry about the technique. You will get more technique today. Ja, also die noch nicht da waren, brauchen sich keine Sorgen machen. Sie kriegen die Technik. Basic technique. So what I'm going today is I will speak about a little bit autonomic nervous system balance. I always speak about autonomic nerve, but you don't know what's that. So we'll start from autonomic nervous system. Also heute beginnt er mit dem autonomen Nervensystem. Das hat er die letzten Tage schon immer wieder erwähnt, aber jetzt ein bisschen genauer, was er damit eigentlich meint. Then second, I'll explain about my treatment, real treatment. We did basic technique, but you don't know my real treatment. So I will explain about my real treatment. Und das zweite Teil wird sein, dass er seine die wirkliche Behandlung, die er macht, euch vorstellt. Er hat jetzt gestern nur die und vorgestern nur die Grundtechniken des Moxens so vorgestellt, aber nicht wie er wirklich behandelt. But today is the most important part. You are very lucky. You will know my treatment, how you can deal with your patient realistically. Ihr könnt glücklich sein, weil eigentlich ist heute der wichtigste Teil, wo er eine realistische Vorstellung bekommt von dieser Behandlung, die er eigentlich macht. At the same time, you and we both practice each other. Right after a demonstration. Nach den Demonstrationen werdet ihr eigentlich, also wir hoffen, es klappt mit den Liegen, aneinander üben, das Ganze. That's why we need a table. Yeah. Yesterday there were too many. Yeah, too many, but yesterday was still basic. Yeah. Basic. Okay. Today is more realistic clinical treatment. Yeah. So, more intense. Zwei. But I do more. I do more. Then anyway, demonstration and practice. Then after that, we both of us work on you. Also es wird so ablaufen. Es gibt eine Abwechslung von Demonstration und Praxis. Und dann wird jeder von euch von einem von beiden behandelt. Front side or back side. Entweder vorne oder hinten, je nach Wunsch. So it takes maybe 1 hour to finish everyone, but you will know what kind of sensation you will feel from a bamboo tube. Aber es ist wichtig, dass ihr selber das mal fühlt, wie das sich anfühlen sollte, sagen wir so. And in my demonstration, I will combine needles and indirect moxa and more technique like a bloodletting. So you see my actual daily clinic. Also er gibt practice. Euch wirklich einen Einblick mal, wie er täglich behandelt. Das heißt, es kommen auch indirekte Moxa-Techniken dazu, auch bluten lassen, wenn nötig. Okay, and as well as I always explain basic technique. Und die Grundtechniken erklärt er trotzdem immer wieder. Okay, let's start from our autonomic nervous system. I explain two nerves, parasympathetic and sympathetic. It's like this one is yang and yin. Also er beschreibt den Sympathikus Parasympathikus, dem Sympathikus ist yang zugeordnet, dem Parasympathikus yin. So you have learned yin and yang idea, but yin and yang is just active or inactive or dark or bright, something like that. It's not really
realistic. Also ihr habt ja schon Yin und Yang, das Yin und Yang Paar gelernt als hell dunkel, weiß nicht, was er sonst noch gesagt hat, aber das ist irgendwie nicht genau das, was er jetzt braucht. But in autonomic nervous system we have Yin and Yang, which is sympathetic and parasympathetic. Bezogen auf das autonome Nervensystem steht Yang für den Sympathikus und Yin für den Parasympathikus. Okay. So that's the like the idea of Yin and Yang. And of course inside you feel relaxed. And the outside you have more energy. You are more active. Ja, eine andere Einteilung oder Zuordnung ist, dass man auf der Yin-Seite eher entspannt ist und auf der Yang-Seite eher aktiv. Then this balance never stops. It's always like this. Und die beiden sind nicht in einem starren Gleichgewicht, sondern eigentlich immer in einem dynamischen Gleichgewicht. But either side gets very high and one side gets high, one side gets low. Wenn eine Seite sehr hoch geht, ist die andere natürlich sehr unten.